Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Skyrim Let's Play Projekt mit Rollenspiel. Ich werde also nicht viel über eine andere Welt vor dem Bildschirm erzählen. Ich habe es ein bisschen noch lebendiger gemacht. Ich habe auch noch ein paar Zauber hinzugefügt, weil ich einen bestimmten Skillbaum benutzen möchte, den Druiden. Und dann so ein bisschen mit Tieren leben und vielleicht auch noch Werwölfe, also Werwolf werden. Und ich habe noch ein paar Mods, die so ein bisschen das Zusammenleben mit einer Frau und so ein bisschen verbessern. Also ja, dass man zum Beispiel Kinder machen kann oder auch jo, mehrere Wohnungen so teilen können mit den Frauen oder Followers. Mal schauen, jo, wie es so wird. Und ja, ich freue mich natürlich riesig wieder Skyrim zu spielen. Mal gucken, ja. Also viel Spaß, Dankeschön. Bis einschalten. Wo bin ich denn da? Ich habe doch geschlafen und jetzt sind wir Gefangene? Sind überall Gefangene? Okay, einer, der fast einschläft. Gut. Ja, das habe ich jetzt mir anders vorgestellt, hier im Himmelsrand einzutreffen. Na gut. Wir werden uns schon befreien können. Hey, ihr da. Endlich seid ihr wach. Ja, schon fast. Ihr wolltet die Grenze überqueren, richtig? Seid genau in den Hinterhalt der Kaiserlichen geraten. Genau wie wir. Und wie dieser Dieb da drüben. Alles Pechköpfe. Verdammt sollt ihr Sturmmäntel sein. In Himmelsrand war alles in bester Ordnung, bis ihr gekommen seid. Das Kaiserreich hat uns in Ruhe gelassen. Hätten sie nicht nach euch gesucht, hätte ich das Pferd stehlen können und wäre jetzt schon auf halbem Weg nach Hammerfell. Ihr da. Ihr und ich. Wir sollten nicht hier sein. Es sind diese Sturmmäntel, hinter denen das Kaiserreich her ist. Okay, wieso werden wir nicht erkannt? Alle Brüder und Schwestern in den Fesseln, die... Ruhe da hinten! Und was stimmt mit dem nicht? Hm? Passt auf, was ihr sagt. Ihr sprecht mit Ulfric Sturmmantel, dem wahren Großkönig. Ulfric? Der Jarl von Windhelm? Ihr seid der Anführer der Rebellion. Aber wenn sie ihn gefangen haben, bei den Göttern, wohin bringen sie uns? Ich weiß nicht, wohin wir gehen werden. Aber Sovngarde erwartet uns. Nein, das kann nicht wahr sein. Das kann einfach nicht wahr sein. Hey, aus welchem Dorf stammt ihr, Pferdedieb? Was interessiert euch das? Weil die letzten Gedanken eines Lords seinem Zuhause gelten sollten. Horikstadt. Ich komme aus Horikstadt. General Tullius, der Scharfrichter wartet. Nein. Gut, bringen wir es hinter uns. Wir dürfen nicht sterben, wir sind erst eingetroffen. Wir haben doch geschlafen. Künaret, Akatosh. Sind das Götter? Ihr Göttlichen, bitte helft mir. Ja, scheinbar schon. General Tullius, der Militärbefehlshaber. Und es sieht so aus, als seien die Talmor bei ihm. Verdammte Elfen. Ich wette, sie hatten dabei ihre Hand im Spiel. Das ist Helgen. Ich habe mal für ein Mädchen von hier geschwärmt. Obwohl Wilod immer noch seinen Wacholderbeerenmet braut. Komisch. Als ich noch klein war, habe ich mich hinter den Mauern und Türmen der Kaiserlichen so sicher gefühlt. Ins Haus, sofort. Oh. Ja, Papa. Okay. Was glaubt ihr denn? Hier ist Schluss. Geschichte vorbei, wir müssen aufhören. Los geht's. Wir sollten den Himmel nicht... Ja, es wird wahrscheinlich schon etwas passieren. Wir können ja... Nein, wir können nicht reden. Stellt euch eurem Haben wir das vor dem Mund? Wahrscheinlich schon.
Ihr müsst es ihnen sagen. Wir gehörten nicht zu euch. Das ist ein Irrtum. Ja, nur im Kopf. Das Kaiserreich liebt seine verdammten Listen. Ulfric Sturmmantel, Jarl von Windhelm. Es war eine Ehre, Jarl Ulfric. Ralof von Flusswald. Aha. Lokir von Rorikstadt. Nein, ich bin kein Rebell. Das könnt ihr nicht tun. Halt! Ihr werdet mich nicht Bogenschützen! Will sonst noch jemand fliehen? Wartet. Ihr da, tretet vor. Okay, okay. Wer seid ihr? Ein toter Mensch. Alt. So, was war ich schon mal? Was war ich davor? Ich muss mich ja irgendwie, einfach erinnern, oder? Also, was haben wir vorher gehabt? Das ist schwer, so ein bisschen herauszufinden, was wir waren. Wir haben eine ganz neue Geschichte sozusagen in einem neuen Land. Glaube ich, nehme Standard oder. Das sieht ein bisschen süß aus, aber die Haarfarbe, die Hautfarbe eher. Und das Gewicht. Ich werde nicht so breit. Ja, ich werde mich ein bisschen dünn machen. Ein bisschen Unding, ja. So, wir könnten eine Bemalung machen. Oh, Backpfeife von der Frau. Was passt? Das passt eigentlich. Jo, aber in Grün. Wir sind so ein Naturmagier. Das gefällt mir nicht so. Ich nehme das ein bisschen heller. Nase müssen wir nicht verändern. Ja, ein bisschen dunkler machen. Nicht die Lachfalten, nicht die Kinn. Kieferbreite, Kieferabstand. So ein Zinken. Sklave haben einen Zinken. Nehmen diese, aber sie sind noch ein bisschen zu hell, die Nase. Kann man leider nicht verändern. Jo, gut. Für die Augen. Die Augenform möchte ich ein bisschen. Ja, so. Und dann die Farbe. Wo ist die Farbe? Da war sie doch irgendwo. Augentiefe, Augenfarbe. Gelb. Grün hat's nicht. Schön grün. Super. Die Braue, der Mond. Ja, der Mond ein bisschen dunkler. Ja, nehmen wir so. Recht dunkel. Damit es ein bisschen besser deckt mit dem Grünen. Und wir wollen ja ein bisschen aussehen, als würden wir irgendwo in einem Wald sein. So da mit den Strähnen, mit den. Oder so. Ich liebe. Oder so. Dann sind wir lange im Wald gewesen. Wir wollen. Ja, so aussehen, oder das längere. Das hier, hä? Der Bart muss ja auch ein bisschen gewachsen sein. Könnten eigentlich so nehmen, aber die Haarfarbe machen wir irgendwie heller. Dann wären wir eigentlich schon fertig. So rot ist natürlich cool. Passt ein bisschen zum Grün. Total schön blond. Ich nehme irgendwie so gelb. So.
Also. Oh, das ist das Overlay. Wieso ist das Overlay angegangen? Ich habe nicht beide gedrückt. Wege. Beide. Oh, beide. Sehr dunkel, die Tastatur. Ihr kommt aus Daggerfall, Bretone. Auf der Flucht vor irgendwelchen Hofintrigen. Hauptmann, was sollen wir tun? Er steht nicht auf der Liste. Vergesst die Liste. Er geht zum Block. Wie ihr befehlt, Hauptmann. Es tut mir leid. Wir werden dafür sorgen, dass eure Überreste nach Hochfels zurückgebracht werden. Okay. Folgt dem Hauptmann, Gefangener. Da spricht er zuerst von Daggerfall und dann von Hochfels. Okay, komisch. Ulfric Sturmmantel. Schöner Berg. Manche hier in Helgen nennen euch einen Held. Aber ein Held setzt nicht eine Macht wie die Stimme ein, um seinen König zu ermorden und sich auf dessen Thron zu setzen. Ja. Ihr habt diesen Krieg angefangen, Himmelsrand ins Chaos gestürzt. Und nun wird das Kaiserreich euch richten und den Frieden wiederherstellen. Was war das? Es ist nichts. Weitermachen. Ja, General Tullius. Gebt ihnen ihre Sterbesakramente. Möge der Segen der acht Göttlichen auf euch ruhen, während wir eure Seelen Aetherius übergeben. Um Talos Willen schweigt und bringen wir ja, die Sache genau, hinter kürzt uns. Mal ein bisschen ab. Wie ihr wünscht. Kommt, ich habe nicht den ganzen Morgen Zeit. Leb wohl. Auch wenn du vielleicht ein bisschen meine Ahnen lächeln auf mich herab, Kaiserliche. Radikal warst. Könnt ihr das auch sagen? Die Menschen sollten nicht sterben, wenn sie Verbrechen gemacht haben. Sie sollten dafür leiden. Ihr kaiserlichen Dreckskerle! Gerechtigkeit! Okay, wo sind die? Hinter uns? Im Tode so furchtlos, wie er im Leben war. Bretone? Ihr seid Nein, ich hab nicht mitgemacht. Ich gehöre nicht dazu. Da ist es wieder. Ich will nicht schon sterben. Ich habe gesagt, nächster Gefangener. Aha. Zum Block, Gefangener. Schön weitergehen. Ja, und jetzt? Ich will nicht sterben. Bitte, ich hab nichts gemacht. Ich bin nur eingeschlafen. Ach, aua, hey, nicht so drucken. Oh, ich wusste, ich höre das. Was habt ihr gesehen? Ja, ein ganz großer Drache, nicht so ein kleiner wie. Ein Drache? Wie ist das möglich? Boah, der Handlung. Boah, schnell aufstehen. Ich hab's überlebt, aber der Drache wird mich besiegen. Ich hab keine Chance gegen den, ich hab hier noch keine Zauber. So. Oh. Wohin? Was bei den acht Göttern ist das? Da. Oh. Hilfe! Okay, fliegt gerade weg. Und kommt wieder, wir sind hier drinnen ja, auch nicht in. Was ist das für ein Ding? Könnten die Legenden wahr sein? Legenden brennen keine Dörfer nieder. Oh, hallo Ulfric, du kannst ja wieder reden. Was kann. Wir müssen los! Jetzt! Tuch im Mund, ne? Gut, also, hörst du mich? Scheinbar so blöd. Ich hoffe, ich kann jetzt wieder reden laut. Boah. Oh Gott. Jetzt stinkt es auch nach Diesel. Boah. Hey, hallo. Ich sterben. Aufstehen. Was? Los. Schaff ich doch nicht. Oh. Aua. Das macht weh. Oh. Okay. Hey, ich will Alkohol trinken. Das hilft gegen meinen Kummer. Boah. Komm schnell, Kind. Ja, Achtung. Weg. Schnell, Kind. Boah. So ein Drache, der macht richtig Angst. Gut, bleibt. Bleibt ihr hier? Kümmert euch um den Jungen. Ja. Ich muss General Tullius suchen und mich der Verteidigung anschließen. Die Götter mögen euch leiten, Hadwar. Okay, jetzt ist die Frage, sollen wir ihm vertrauen? Er wollte uns umbringen. Bleibt nah bei der Wand. Die ganze kaiserliche Armee wollte uns umbringen, nur weil wir herumgelaufen sind und dann aus Erschöpfung eingeschlafen sind.
Das war ein langer Weg. Ruhe und Frieden. Tochter. Nur dünne Arme. Okay. So. Oh nein. Das ist ein Magier. Cool. Kann auch ein Magier sein. Okay. Oh je, Sanitäter. Verstecken. Okay, wo kommt er nicht? Er kommt wieder. Ja, die sind ein bisschen radikal, wenn sie den König umbringen. Ich werde ihm nicht folgen. Ich muss leider dem Unsympath Al-Akbar. Nein. Der ist mir ein bisschen zu sehr in der Arbeit vertieft. Ja, okay. Sieht aus, als seien wir die einzigen Überlebenden. War das wirklich ein Drache? Ein Bringer des Endes aller Tage? Ja, scheinbar. Wir machen uns besser auf den Weg. Kommt her. Lasst mich sehen, ob ich diese Fesseln nicht lösen kann. Gut, also mach ab. Na bitte, sucht euch etwas aus. Hier gibt es ja reichlich Zeug. Oh, das macht mal, der Weg. Ich sehe mal, ob ich etwas gegen diese Verbrennungen finde. Oh. Ihr besorgt euch besser eine Ausrüstung. Süß. So. Also wir müssen irgendwelche Bücher. Gold, geil, Gold. Ja. Ihr besorgt euch besser eine Ausrüstung. Oh, ein kaiserlicher Helm. Schön, schön. Es muss ein, zwei Schwerter in diesen Truhen geben. Seht euch um. Altowein, Wein. Cool. So. Okay. Ihr legt besser. So, also, wir haben ein Schwert. Wir haben die Rüstung. Wir haben ein Wein. Boah. Der war gut. Oh. Erstmal besser offen sein. Das Ding ist immer noch da draußen. Jo. Also, dann mach mal auf. Hier nicht einen Schlüssel. Wir haben einen Schlüssel gefunden. Ja, gut. Oh, ein Eimer. Wie schön der aussieht. Extremer Luxus. Kommst du mit? Hallo. Sehen wir einmal, wo das hier hinführt. Wir können doch okay. Nicht die einzigen Überlebenden sein. Meine Waffe rausnehmen. Schönes Langschwert. Cool. Kommst du mit? Hier müssen wir wahrscheinlich aufschließen. Nicht? Habt ihr das gehört? Sturmmäntel. Vielleicht lassen sie mit sich reden. Nee. Was? Kaiserliche Hunde! Oh. Ihr wollt. Aua! Danke. Auster, okay. Gut. Dankeschön. Ich muss zuerst mal ein bisschen üben. So, was haben wir die? Okay, ein Pelzschild. Eine Eisenstreitaxt, ja. Wir sind leider nicht so rabiat. Wir brauchen irgendwas, was uns hilft gegen. Also, ja. Ist mager, oder? Ist natürlich schwer, wenn man am Anfang noch nicht irgendwelche Ausbildung hat. Ich habe leider auch vieles wieder verloren. Jetzt nicht gerade sagen, wie ich Magie einsetze. Oh, das werden wir schon herausfinden. Also, können wir die Laterne aus? Wieso nicht? Das Bait-Shit. Gut. Aha. Einfach alles wieder ein bisschen herausfinden. Oh Gott. Oh. Dieser Lärme. Eieiei. Verdammt. Dieser Drache ist aber hartnäckig. Was macht ihr denn? Wir müssen raus aus Helgen. Sofort. Oh, das ist wieder neu. Kann ich wieder auspacken. Oh, kann ich ihn. Was sagen? Hey. Aua. Wir sind verloren. Ja, ihr seid verloren. Ja.
So ist doch schön. Ein schöner Kill am Morgen. Seht zu, ob ihr ein paar Zaubertränke finden könnt. Fellhandschuhe, Fellstiefel. Gut, haben wir nochmals etwas, was uns hilft. Die Fellhandschuhe, die Fellstiefel wahrscheinlich nicht. Ja, sind natürlich schlechter. Immer schön viel Alkohol trinken. Das hilft gegen diese Strapazen. Wie zum Beispiel Gefangener sein. Das war heftig. Okay. Machen wir mal die Sachen wieder schön rein. Gusseisener Topf. Da wäre Suppe drin. Salz. Oh ja, Mana-Trank. Wir können bald Magier sein. Wie cool. So. Viele Sachen mitnehmen. Ja, das brauchen wir jetzt, glaube ich, noch nicht. Oh, schön. Sehr gut. Das hilft weiter. Und immer schön Essen einpacken. Wir spielen im Survival-Modus. Ja. Wir haben Hunger und Durst. So. Dann haben wir hier noch irgendwelche noch Krüge. Mit ein bisschen Kaninchenfleisch. Habe ich zwar nicht so gerne, aber ja, im Notfall haben wir dafür etwas zum Zappen. Ja, ich komme. Ah, das ist jetzt die andere Seite. Okay. So, dann rennen wir mal schön zu einem Gegner. Oh nein. Einer von uns. Oh, voll. Voll ins Herz. Volles Pfund aufs Maul, zu sein, wie ich ihre Kameraden unterhalten habe. Wisst ihr denn nicht einmal, was vor sich steht? Ein Drache greift Helgen an. Ein Drache? Bitte. Kommt nicht mit solch einem Unsinn. Sie ist ja nicht mal etwas. Hallo. Wenn ich darüber nachdenke, habe ich von dort seltsame Geräusche gehört. Wo? Kommt mit uns, wir müssen hier raus. Oh, das ist ein Magierbuch. Nein. Heißen euch nehme ich mit. Die Trische. Ich sagte, die Festung wird angegriffen. Ja, wart doch jetzt mal. Es sieht so aus, als wäre etwas in diesem Käfig. Macht euch damit keine Mühe. Ich habe den Schlüssel vor Ewigkeiten verloren. Der arme Kerl schrie wochenlang. Könnt ihr da was machen? Wir brauchen alles, was wir kriegen können. Okay, probieren wir doch mal. Okay, das kann ich noch mal. Ja, nehmt all meine Sachen, bitte. Da ist ja nichts drin. Hey, werf mich nicht ins Gefängnis ein. Oh, wow. Boah. Tür voll in den Weg. So. Oh, Funken. Also dann mal einlesen, hä? So. Was haben wir noch gefunden? Die Robben. Sehr schön. Wunderbar. Jetzt, wie sehen wir aus? Cool. So. Und weil du uns verarscht hast, hier, da, geh rein und stirbst du mal. Ich wollte dich nicht töten, ich wollte dich schubsen. So, Boltere Kapuze. Das ist ein einzigartiges Item. Nur wegen dem. Oh. Leute, die nerven, ja. So. Kann mal passieren, also ich wollte ihn eigentlich nur rumschubsen. So. Hier ist aber nirgendwo was.
Wiesen in der Nähe. Was? Noch weiter? Mühsam. Gut, also Knochenmehl. Goldbeutel, oh, das hat sich jetzt gelohnt. Und, warte kurz, muss ich das da sind. So. Oh. Der hat schon nichts mehr. Kein Fleisch mehr. Da auch einer. Knochenmehl. Gut. So, der da, ha? Etwa? Komm, vorwärts. Wir müssen doch fliehen, der Drache könnte hier alles kaputt machen. Wo beim Reich des Vergessens sollen wir denn hin? Wo ist der Ausgang? Einen Moment. Die Gefangenen. Moment kurz, ich möchte das mal machen. Zum Beispiel, RV. Okay, F. So, und Heilung auch. Die anderen Sachen muss ich noch nicht nehmen. Gut. Und dann nehmen wir doch mal Funken. Nehmen wir doch mal Fallen. Das war links. Das Flammen. Dankeschön. Hey, nicht angreifen. Peace. Oh. Süß. Ja, mag ich was nicht ganz. Wo ist der andere da? Ist das sie? Hm. So. Besser. Boah, da liegt Öl, das wäre ja nicht so gut gewesen. Sonst hätte ich hart aber gebraten. Hm, gut, also. Nochmal so ein Jagdbogen. Ich habe aber keine Pfeile scheinbar. Okay, ich habe noch keine Pfeile. Na gut. So, also komm. Sehen, wo das hier hinführt. Ja, irgendwo in eine Höhle rein. Oh. Okay, hier geht's wahrscheinlich weiter. Gehen wir mal hier hoch. Ja, was haben wir denn hier? Da ist ja auch jemand gestorben. Link, bist du's? Hier ist jetzt nichts mehr. Nö. So, wo bist du? Hallo. Da, komm jetzt. Hopp, hopp, hopp. Ja, du bist besser ausgerüstet. Komm jetzt vorwärts. Oh. Mein Mana ist leider schnell fertig. Dieser Weg führt nirgendwo hin. Wir sollten es wohl besser hier entlang versuchen. Ja, da bin ich ja schon. Komm. Komm vorwärts. Gut. Oh, das sieht nicht gut aus. Siehst du das? Geh mal zu den Spinnen. Ich habe Angst vor Spinnen. Hopp, hopp. Ja, komm. Blitze Spinnen. Oh, weg damit. Okay. Oh. Die sind jetzt schon ein bisschen härter gewesen. Ja, Riesenschlangen. Riesenschlangen kommen auch noch. Hundertprozentig. Au, Mann, diese Schädel immer am Boden. So, ja, nehmen wir den Rest nicht mit. So. Wunderbar. Hier unten sollten wir besser zusammenhalten. Ja. Ah, Zahlbutton, Eisen durch. Gut.
Wald. Direkt vor uns ist eine Bärin. Seht ihr sie? Oh, ich will Druide sein. Ich brauche einen Bären. Kommst du mit, Bär? Wir uns an ihr vorbeischleichen. Immer schön langsam. Und passt auf, wo ihr hintretet. Die Laterne nehme ich mit. Wenn ihr meint, heute sei euer Glückstag, dann könnt ihr diesen Bogen nehmen. Vielleicht überrumpeln. Okay, machen wir doch das mal mit dem Bogen. Da bräuchte ich eigentlich auch in der Favoritenliste, genau. Geht voraus. Ich folge und gebe euch Deckung. Ihr gehört nicht zur unauffälligen Sorte, oder? Woher seid ihr gekommen? Ja, später nehme ich einen Bären mit, wenn er nicht nervt. So, dann nehmen wir doch wieder Flammen. Hat mir am meisten Spaß gemacht. So. Ja, vielleicht so Sachen könnten wir gebrauchen dann. Sehr schön. Also ich komme, hallo. Ist nichts mehr. Okay, wir sind bald draußen, hoffentlich. Hui, ja, war cool. Jetzt muss ich mal kurz schauen. So. So. Das sieht wie der Ausgang aus. Ich fing schon an zu zweifeln, ob wir es jemals schaffen würden. Ja, ja. Wir sind doch dafür gemacht, oder? Wir kriegen immer etwas Support von den Göttern. Oh, wow. So, ihr könnt das gerne durchlesen. Das ist so eine Art, ja, erschwerter Modus. Okay. Gut. Also wir haben scheinbar warm. Aber wir sollten lieber nicht abwarten, ob er zurückkommt. Am nächsten liegt Flusswald. Mein Onkel ist der Schmied dort. Er wird euch sicher helfen. Okay, gerne. Es ist wahrscheinlich das Beste, wenn wir uns aufteilen. Nein. Glück. Ohne eure Hilfe hätte ich es heute nicht geschafft. Okay, aber wir müssen mal kurz eine Pause machen. Dankeschön fürs Dabeisein. Ihr könnt mich in den weiteren Reisen gerne wieder unterstützen. Und es wird viel passieren, ich habe vieles geplant, aber ob es eintritt, weiß ich nicht. Hört zu, ihr solltet nach Einsamkeit gehen und euch dort kann also auch anders kommen, als ich so ein bisschen plane. So, tschüss zusammen. Ist General Tullius der Einzige, der sie aufhalten kann.